Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot. Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute zeige ich euch den Hauptgang zu meinem Ostermenü. Das Motto ist ja einfach, frisch und leicht. Und als Hauptgang serviere ich Kaninchenkeulen mit Rosinen und viel frischem Gemüse. Da habe ich jetzt kleine Zwiebeln, ich habe kleine Kartoffeln, dann habe ich Buntmöhren, die schäle ich dann, aber ich lasse von dem Grün etwas dran, das sieht auch sehr dekorativ aus. Und dann Kohlrabi, auch kleine, junge, frische. Und dann habe ich hier Morcheln eingelegt. Das Wasser braucht man dann auch, das Morchelwasser, und das filtert ich durch ein Küchentuch durch, damit das Erde, Staub oder sonst was zurückbleibt. Dann habe ich hier einen Geflügelfond, einen trockenen Weißwein, braucht man ein bisschen Olivenöl, Pfeffer natürlich, Salz, und für die Gewürze habe ich hier einen jungen Knoblauch, eine Chilischote, dann Kerbel. Und hier habe ich ein Zitronenthymian, das ist für die Frische. Und jetzt muss ich mir erstmal das Gemüse vorbereiten, Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren schälen und die Kohlrabi auch schälen und in mundgerechte Stücke schneiden, und dann sehen wir uns wieder. So, mein Gemüse habe ich jetzt klein geschnitten. Ich habe das dann gleich in eine große Auflaufform reingetan. Meine Kaninchenkeulen habe ich in wenig Olivenöl von beiden Seiten angebraten. Dann schwitze ich meine Zwiebeln und den Knoblauch noch kurz an. Die Keulen brauchen Salz und Pfeffer. Dann lösche ich mit Weißwein ab. Dann kommt mein gefiltertes Morchelwasser dazu und der Geflügelfond. Das lasse ich jetzt kurz aufkochen, heiß werden. Und dann gieße ich es in die Auflaufform. Was jetzt noch nicht drinnen ist, das sind die Morcheln, der Thymian und der Kerbel. Das kommt dann 10 Minuten vor Ende der Garzeit, kommt es dann in die Auflaufform rein, und ich stelle die bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 50 Minuten in den Ofen. Und dann sehen wir uns wieder. So, mein Hauptgang ist jetzt fertig. Gemüse, Fleisch, alles in einer Auflaufform. Es ist nur ein bisschen Vorbereitungszeit, dass man das Gemüse putzt und schneidet. Und ich serviere es dann so in der Form. Jeder kann sich rausnehmen. Ich habe dann noch ein bisschen geschnittenen Kerbel. Das kann man sich dann draufstreuen. Und ich hoffe, mein Hauptgang hat euch gefallen. Und nächste Woche sehen wir uns dann wieder, wenn ich das Dessert zubereite. Und zwar ein Limoncello Ricotta Parfait.